Ja, hey Leute und herzlich willkommen hier bei Let's Play Saints Row the Third. Wir sind hier in unserem neuen Domizil, in unserer Penthouse-Wohnung. Und ich muss jetzt erstmal kurz was sagen zur letzten Folge. Wie einige von euch gemerkt haben, wurde die letzte Folge, also die Let's Play Folge Nummer 8 von Saints Row von YouTube gesperrt. Weil ich in der Folge, beziehungsweise weil das Spiel in der Folge ein Lied verwendet hat. Und zwar Power von Kanye West. Kanye West, ja. Und deswegen wurde das Video gesperrt. Und so habt ihr jetzt natürlich alle nicht mitbekommen, was in der letzten Folge passiert ist. Ich werde das jetzt mal kurz im Schnelldurchlauf sagen. Also wir haben letztes Mal eben die Mission Party Time oder Partyzeit gemacht. Und da sind wir da vom Helikopter aus hier auf dieses Anwesen gesprungen. Das ist hier auf so einem Hochhaus. Mit Pool und allem, also richtig cool hier. Und sind dann eben bei cooler Musik, die dann letztendlich zur Sperrung beigetragen hat, haben wir dann hier eine Bande ausgeschaltet, beziehungsweise das Bandenquartier hier übernommen. Und jetzt gehört das hier uns, das ist unsere neue Wohnung, beziehungsweise unser neues Domizil. Ja, und dann haben wir noch den, also den, was war es jetzt, Colonel oder, ja, Marshall war es, den Marshall von den, von dieser einen Bande, haben wir dann noch, naja, aus dem Weg geräumt. Und jetzt befinden wir uns also hier in der neuen Penthouse-Wohnung, in unserem neuen Domizil. Und ich würde sagen, wir legen auch gleich jetzt wieder los. Also ich kann jetzt leider nichts dran ändern, dass jetzt die Folge gesperrt wurde. Ich finde das natürlich auch ein bisschen blöd. Ich hoffe, YouTube gibt sie irgendwann frei. Oder ich werde nochmal versuchen, sie vielleicht, also das Lied unkenntlich zu machen und dann nochmal neu hochzuladen. Eins von beidem, mal schauen. Also, wir haben jetzt hier jedenfalls auch einen Hubschrauberlandeplatz. Und das ist ziemlich cool. Aber wir haben momentan, so viel ich weiß, eh noch keine Fahrzeuge. Keine flugfähigen Fahrzeuge, mit denen wir jetzt hier irgendwas anfangen könnten. Also würde ich sagen, fahren wir mal mit dem Fahrstuhl nach unten. Können wir den? Ah ja, jetzt, hier. Gehe zur Garage, genau, das machen wir jetzt mal. Und dann sind wir jetzt hier unten in einem Parkhaus, okay. Hier können wir also auch wieder hochfahren und dann schauen wir uns mal hier um, was wir eigentlich in unserer Garage haben. Da haben wir ja überhaupt noch gar nicht nachgeschaut. Das Genki Mana Pult, was ist denn das für ein abgespacedes Fahrzeug? Das ist, glaube ich, diese Menschenkanone. Die kann ich eigentlich mal ganz kurz zeigen, zurückholen. Das ist nämlich echt witzig, das habe ich auch schon mal, ja, mit dem Fahrzeug bin ich auch schon öfters mal rumgefahren, als ich hier gespielt habe. Und da kann man jetzt also hier vorne Menschen einsaugen, die verschwinden dann einfach. Und jetzt habe ich hier also welche geladen sozusagen in die Kanone, in das Fahrzeug. Und jetzt kann man die verschießen. Zack. Wir schießen mal einen richtig hoch. Wow. Und dann fliegt er da mit Funkeln hinterher, ziemlich weit weg. Wir können auch mal hier auf das Schild schießen. Mal schauen, ob wir treffen in den blauen Kreis. Ah nein, Mist. Okay, müssen wir nochmal jemanden einsaugen. Zack. Und ah Mist, da muss man ein bisschen höher ziehen. Naja, jedenfalls auf jeden Fall ein sehr abgespacedes Fahrzeug. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt auch gleich mal zum nächsten Auftrag, sonst kriegen wir ja gar nichts mehr in der Folge hin. Aber wir haben gerade noch mal einen geladen. Ich würde mal sagen, ich schieße mal diesen Rollerfahrer da ab.
Hä, wieso ist der jetzt drüber geflogen? Komisch. Naja. Ich steige mal wieder aus dem Fahrzeug hier. Ich lasse es einfach mal stehen. Das kann sich der nächste Obdachlose schnappen, wenn er will. Und dann würde ich sagen, oh, hier so ein edles Cabriolet mit ziemlich großen Felgen. Justice. Cooles Ding. Cooles Ding. Richtig edel irgendwie. Und ich schaue mir hier Handy. Wir haben nämlich einen neuen Auftrag. Und zwar Piers Schutzengel. Also unser Freund Piers hat mal wieder was für uns. Das ist ja eh hier unser dickster Homie. What do you have in mind? Get to the crib. I found something you should see. Better be worth my time. I think it's a safe bet, it'll be worth it. Ach du Scheiße, die greifen uns hier ja alle an. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen wieder in das Domizil, oder? Wir fahren einfach mal direkt voll in die Tür hier rein. Kein Problem. Und dann... Ist das hier? Nee, das ist doch gar nicht unser Domizil. Ah doch, gehe zum Penthouse. Das ist es wohl doch. Und dann treffen wir uns dort mal mit Piers. Hey, jetzt sind wir wieder unten. Komisch, komisch. Ich komme hier nicht aus dem Aufzug raus. Jetzt. Und zack. Ah nee, scheiße, ich wollte eigentlich da drüber springen. Nochmal Anlauf nehmen und... Bäh. Kann man da nicht drüber springen? Ah, jetzt. Okay. Check it out, boss. What's up? Since this used to be a syndicate crib, thought I'd poke around and see what they left behind. Alright, so what am I looking at? Safety deposit keys. Now don't you want to know what it is they all got locked up? The syndicate will know we have the keys. They'll be waiting for us to make a move. Well, I guess then you better watch my back. All right, let's go. Oh, cool, cool, cool. Da haben wir einen schönen Raketenwerfer hier. I'm gonna go in, open the safety deposit boxes, get the shit, and then come out. Without any bloodshed? Fuck no. Well, you have me worried for a second. Just be ready when I come out. Hey, don't take too long. Und jetzt? So you get what you needed? Hell yeah. I better get moving. Keep Morningstar off my ass. Have a nice day, mate. Jetzt müssen wir anscheinend Piers beschützen. Beschütze deine Begleiter. Little help from up there might be nice. Der lädt aber ganz schön schnell nach, den Raketenwerfer. Ziemlich flink, wie der den nachlädt. Ah, Mist, den haben wir nicht getroffen. Zack. So, jetzt haben wir ihn. Vorne kommt nochmal einer. Ja, ja, legt euch nicht hier mit mir an. Lasst meinen Freund Piers in Ruhe. Der will nicht gestört werden. Der hat was Geheimes zu transportieren. Oh, Piers ist aber auch schon ganz schön... Sieht schon ganz schön mitgenommen aus. Shoot them already. Erledige sie endlich. Oh mein Gott, da kommt jemand. Scheiße, und da ist gleich noch einer. Don't let these assholes get too close. I can do this all day. Little help from up there might be nice. Mann, oh Mann, wie viel kommen denn da noch? Das hört ja gar nicht mehr auf. Und Piers ist aber wirklich schon richtig... Sie blockieren die Straße, okay, ich helfe dir. Zack, bam, beide Panzer einfach mal so weggefetzt. Und da vorne steht gleich noch einer. Ach du Scheiße, da. Wieso fliegt denn der Heli auf einmal so schnell? Ah, wir sollen die Panzer dort wegräumen. Gut. Right, I'll get everything ready. Thank you.
So, wir sind jetzt auf dem Dach gelandet und jetzt geht's richtig ab mit dem Snipergewehr. Ach, du heilige Neune, das ist ja jetzt mal cool. Zack. Good to be back in action. So, wir müssen jetzt also Pierce beschützen. Nachladen. Mir doch egal, Mann. Jetzt mach doch schneller, wo... So, jetzt sind alle aus dem Weg geräumt. Und wir zoomen halt schön an Pierce ran. Wo machen denn da noch welche Probleme? Ah, da kommen welche. Zack. Der wäre erledigt. Und jetzt noch die. Bam. Headshot. Sehr schön. Den haben wir gleich schon im Auto drin erledigt. Und den hier noch? Nein, nein, nein. Komm. Ah, ich muss nachladen. Jetzt. Zack. Bam, so. Da läuft der. Wir müssen ihn jetzt also hier wirklich noch durchbringen. Ich habe auch keinen Bock, die Mission nochmal neu zu starten. Zack. Die wäre auch weg. Und da kommen gleich nochmal zwei Ladungen. Oh Mann, die hören gar nicht mehr auf. Die sprießen hier aus dem Boden wie Pilze. Aber der Fehler ist natürlich, dass sie sich hier immer erstmal so schön hinstellen und rumposen. Der wäre erledigt. Und? Ist die Mission geschafft? Ich hoff's mal. Genau, Schutzengel geschafft. Wir waren jetzt also Piers Schutzengel. Dafür gibt's 2700 Bargeld. Und Stufe 5 Respekt. Morgenstern Bezirkskontrolle. 2%, okay, 2% dieses Bezirks, dieses Stadtbezirks kontrollieren wir jetzt also. Und wir haben jetzt hier aber anscheinend auch eine neue Mission, die wir also jederzeit starten können und hier einfach mal ein bisschen des Bezirks einnehmen können. Aber ich würde sagen, nee, das machen wir jetzt mal nicht. Ich schnapp mir hier gerade mal die coole Maschine Kaneda Motorradsteuerung. Benutze Alt, um dein Gewicht zu verlagern und so wie Wheelies zu machen. Ah, cool. Ich kann Wheelies machen. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Ich glaube eher nicht. Damn, wow. Das ist ja gar nicht so schwer, aber das Lenken ist nicht so leicht mit der Maschine. Aber die gibt schon ganz ordentlich Gas. Die würde ich doch am liebsten mal in meine Garage stellen. Schon ein ordentliches Teil, die Kaneda. Wheelie-Rekord. Ah, cool. Kann man also einen Rekord machen. Versuchen wir doch mal, hier einen neuen aufzustellen. So, und 139. Ah, Mist. Okay, wir haben auch noch einen neuen Auftrag. Schauen wir uns mal kurz an. Illegaler Handel. Fahren wir da doch gerade mal hin. Da können wir ja auch ein bisschen in den neuen Bezirk. Maybe we should do a little advertising around town, you know, pimp the Saints in Steelport. Don't we have a PR department for that? People go crazy over actual celebrities promoting themselves. So you're saying it has to be me? Oh, I'll do the selling. You just get my back, and I have the perfect places to hit. Oh, 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 okay. Ah, manchmal, also ab einer bestimmten Geschwindigkeit ist so ein Motorrad dann doch relativ unkontrollierbar, wenn man da irgendwo dagegen fährt. Und da sind wir auch schon fast angekommen. Ist das nicht hier wieder der Waffenladen? Nee, das ist anscheinend was anderes. Triff dich mit Pierce. Aber ich habe da gerade hier was gesehen, so eine Industrieanlage. Da möchte ich jetzt mal ganz kurz hinfahren. Oder ist da... Oh, da geht's aber ziemlich steil runter. Hm.
Wenn ich da jetzt runterfahre, komme ich wahrscheinlich ewig nicht mehr hoch, dann lasse ich das wohl doch lieber. Also, dann fahre ich hier mal vor den Auftrag. Und steig mal schön vom Motorrad ab, stell's hier ganz gepflegt, wie man das so macht, auf dem Bürgersteig ab. Und jetzt habe ich die Mission schon gestartet. Where do we start selling? Let's cut right to the heart of this shit. Hit the morning star center. And you know where that is? The documents we got with those keys gave up a whole lot. Seems like it's just what we needed. What sort of things do we have? Got some basic merchandise, you know, like shirts and lunchboxes. You're joking, right? Well, there's always my demo. Beschütze den Dealer, während er seine heutige Lieferung holt. Also Pierce fährt hier, ich bin das gar nicht. Jetzt müssen wir mal aussteigen. Und müssen hier den Dealer beschützen. Oh, das ist aber ein heißer Dealer. Der Dealer wird angegriffen. Ja, Entschuldigung. Ich war gerade auf den Dealer konzentriert, ja, und nicht auf die ganzen kleinen Mannequin hier, die versuchen, ihn hier anzugreifen. Bam, der wurde gerade richtig mitgenommen, aber wir haben nur noch wenig Leben. Wir sollten uns mal konzentrieren hier. Können wir denn wieder... Ah ne, der Dealer wird angegriffen. Wir müssen ihn also weiterhin beschützen. Wo sind die Türbis denn? Dort, Alter. Da kommen so viele. Also es waren ja vorhin bestimmt schon 10 oder 20 Wegen und jetzt nochmal hier schon wieder 5. Da sind noch welche. Ich würde mal sagen, ich leiste mir hier mal einen kleinen Boxkampf mit denen. Kann ich überhaupt? Ne, ich kann gar nicht. Okay. Oh, okay. Dann eben nicht. Oh, oh, oh. Da, jetzt müssen wir aufpassen, jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Ich will nämlich nicht, dass die Mission ja gescheitert ist. Wo war denn da gerade der Heli? Da oben sitzt jemand im Heli. Den müssen wir auf jeden Fall bekommen. Als allererstes jetzt mal. Wo sitzt der? Na, der verändert ständig seine Position. Ziemlich schlau, der Typ. Bam, jetzt haben wir ihn. Oh mein Gott, sind da viele. Und der Sniper, der ist uns hier echt knapp auf den Fersen. Oh Mann, das sind echt viele hier. Ich will jetzt aber nicht scheitern an der Mission. Unser Leben lädt sich ja schon wieder auf. Ich stelle mich mal hier hinter die Mauer. Da kann der uns nämlich nicht erwischen. Ah doch, Mist. Ja, der ist einfach zu schlau. Schnell, schnell, schnell. Oh Mann. Der ist ganz schön eine richtige Klette. Unser Leben muss sich aufladen, Mensch. Das sieht echt nicht gut aus. Ich würde mal sagen, jetzt gehen wir mal so richtig Rambo-mäßig rein. Zack, zack, zack. Hört jetzt mal auf, uns hier die ganze Zeit zu belästigen. Ihr roten Maden. So, haben wir jetzt mal alle? Nein, ey, es kommen immer wieder welche. Jetzt haben wir leider keine Munition mehr. Du Scheiße, da ist nur noch einer, komm. Den kriegt man jetzt noch. Den hier und jetzt noch. Wo ist der letzte? Ist er weg? Nee, da vorne sitzt er. Zack.
So, der Dealer. Ach, er ist ja der Dealer. Oder wie? Jetzt kapiere ich das hier mal. They couldn't just get lost. Ach du Scheiße, da kommt jetzt noch so ein Fetter wieder, dieser Muskelprotz. Aber mit einem Flammenwerfer? Ist der denn bescheuert? Was sind das für Viecher, ey? Und vor allem, was soll ich jetzt gegen den machen? Ich muss halt ganz kurz in die Steuerung gehen. Optionen, Steuerung und... Entschuldigung, dass ich das jetzt hier während der während dem Spiel machen muss. Aber ich muss ja ganz kurz schauen. Wo kann man denn eine Granate legen? Ja, ich würde mal sagen, dann versuchen wir den mal so zu kriegen. Weil, ich habe jetzt nämlich eine Idee, der Flammenwerfer, der dürfte uns doch danach zur Verfügung stehen. Ah, wir müssen nur auf den Tank schießen, okay. Der Tank muss kaputt gehen. Wir müssen auf den Tank schießen. Oh Mann, wir brennen. Das geht doch so echt nicht. Es gibt jetzt auch echt eine lange Folge hier. Aber ich würde mal sagen, hier mitten im Kampf, mitten im Gefecht mache ich einfach mal Pause und ganz wagemutig beende ich hiermit die Folge. Das war's von diesem Mal. Saints Row the Third. Wir machen nächstes Mal weiter und versuchen dann mal dieses Monster zu bekämpfen. Wenn ihr Ideen habt, wie wir das schaffen können, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.